Hallo und willkommen mal wieder zu einem Laber-Tag. Heute geht es nicht um einzelne Bücher, sondern um den Tacheles-Tag. Ich dachte mal, ich hätte den schon mal gemacht, aber ich habe den bei Maike und Anja von den Bookfriends gesehen, mir gespeichert und die haben mich auch getaggt. Und ins Leben wurde dieser Tag gerufen von Tanja vom Kanal Mrs. Drunken Cherries Bücherstapel und von Leo Dunkelbunte Träume. Die beiden haben sich die Fragen ausgedacht und 7 an der Zahl, bin ich der Meinung. Ich würde sagen, ich lege einfach mal los. Ihr nehmt euch eine Tasse Tee und hört mir ein bisschen zu. Schreibt mir sehr gerne eure Meinung zu den Fragen, was ihr geantwortet hättet, wenn das passt für euch oder was ihr zu meinen Antworten sagt. Lasst uns da gerne ein bisschen in den Austausch kommen. Das würde mich sehr freuen. Los geht's mit Frage Nummer 1. Warum denkst du, wachsen einige Kanäle schneller als andere? Bist du mit deinem Wachstum zufrieden? Ja, also um das beurteilen zu können, müsste ich erstmal wissen, wie schnell andere Kanäle wachsen. Das habe ich nicht im Blick, da achte ich tatsächlich auch nicht drauf. Ich schaue sehr gerne Booktube-Videos von Content-CreatorInnen, die ich kenne, die ich persönlich kenne, von meinem Buchclub-Mädels, die Bookfriends, also Leute, die ich auch auf der Messe zum Beispiel dann gerne treffe oder die ich einfach irgendwann mal gefunden habe und super sympathisch finde, der Buchgeschmack passt. Und ich achte nicht darauf, wie viele Follower die jeweils haben und wie schnell die wachsen. Allgemein würde ich aber sagen, dass, ja, wann wächst ein Kanal, wenn er, wenn die Person gerade beim Thema Booktube jetzt, darum soll es ja gehen, sympathisch ist, vielleicht auch wenn der Lesegeschmack die breite Masse trifft. Ich könnte mir vorstellen, dass, ja, wir wissen alle, TikTok, BookTok geht total ab. Also ich habe so das Gefühl, im Social-Media-Bereich ist Booktube übersprungen worden. Das interessiert sich keiner für oder wenig, obwohl ich das persönlich inhaltsvoller finde. Aber ja, das ist einfach meine persönliche Einschätzung. Ich bin halt nicht auf TikTok und ich habe da auch kein Interesse dran. Und der Lesegeschmack ist auch einfach bei einem jüngeren Publikum anders. Ich könnte mir vorstellen, dass BooktuberInnen, die in dem Bereich lesen, einen schnelleren Wachstum generieren. Aber das bedeutet für mich, und dann kommen wir eigentlich schon zur zweiten Frage, nicht, dass ich plötzlich anfange, in einem Genre zu lesen, was mich gar nicht interessiert, nur weil ich mir dadurch mehr ZuschauerInnen erhoffe. Ich wachse weiterhin mit dem Kanal, sicherlich nicht mehr so schnell wie am Anfang, aber ich wachse immer noch ein bisschen. Und das ist total okay für mich. Und wenn es stagnieren würde und trotzdem ein Austausch in den Videos stattfindet, weil Zuschauer gerne meine Videos schauen und kommentieren, dann macht es immer noch trotzdem Spaß. Also ich muss jetzt nicht am Jahresende 10.000 Abonnentinnen haben. Von daher ist es für mich in Ordnung. Der Buchcontent wächst, glaube ich, langsamer. Ich habe oft, glaube ich, neue Abonnentinnen durch die Reisevideos. Das ist ja auch ein Part meines Kanals, aber nicht der Hauptpart. Es ist schon hauptsächlich Booktube. Aber es macht mir einfach Spaß. Eine gute Professionalität der Videos spielt vielleicht auch eine Rolle. Dass der Akku schon wieder leer ist mitten im Video, ja, ist jetzt nicht so professionell. Was habe ich gesagt? Mir macht Booktube Spaß. Ich habe den Faden verloren. Eben wusste ich noch, wo ich war. Naja, ich bin zufrieden mit meinem Wachstum, also mit meinem kleinen Wachstum. Aber ja, die Community macht einfach so viel Spaß, dass das die Freude an diesem Hobby ist. Und nicht, dass ich, keine Ahnung, jede Woche 1000 neue Abonnentinnen dazu bekomme. Frage Nummer 2. Was bringt dich dazu, das Video eines anderen Booktubers auszuschalten? Ja, das kommt nicht so oft vor, weil alle Videos, die ich so schaue, oder 99,9% sind eben, wie schon gesagt, von BooktuberInnen, die ich kenne, wo ich einfach die Videos gerne schaue. Womit ich vielleicht ein Problem hätte, wäre ein extrem starker Akzent oder Dialekt. Also wenn das irgendwie unangenehm zu hören ist für mein Empfinden. Das könnte schwierig sein auf Dauer, weil ich mit BookTube auch einfach entspannen möchte und den Leuten so zuhören möchte. Zu aufgedrehte Personen sind einfach nicht so unbedingt nach meinem Geschmack. Also wenn ich so an die großen YouTuber denke, die jetzt gar nicht mit BookTube zu tun haben, aber das sind oft sehr, ja, krasse Videos und mit schnellen Schnitten und Bam, und die sind so ein bisschen für mein Empfinden unauthentisch aufgedreht, und das ist nicht so mein Geschmack. Mir würde jetzt aber zum Beispiel kein Booktuber einfallen, wo das so ist, aber das wäre etwas, wo ich reinschauen würde und sagen würde, ist einfach nicht so mein Cup of Tea. Was auch der Fall wäre, wenn ich jemanden neu entdecke und gucke, was derjenige so für Videos macht oder diejenige,
Und es geht nur um Genre oder Bücher, die ich gar nicht lese, die mich gar nicht interessieren, wie zum Beispiel Mangas oder ja, so wirklich nur die Romance-Sachen oder nur diese Jugend, also diese pastellfarbigen Bücher, das ist so gar nicht meine Welt oder so gut wie gar nicht. Ich will nicht ausschließen, dass ich davon auch mal irgendwas lese, wenn ich dem Hype erlege. Aber grundsätzlich ja, würde ich mir das jetzt nicht unbedingt anschauen. Wobei ich sagen muss, dass es auch BooktuberInnen gibt, denen ich gerne folge, die relativ weit von meinem eigenen Geschmack lesen und wo ich einfach, ja, die ich einfach sympathisch finde, denen ich einfach an sich gerne zuhöre und dann trotzdem den Videos schaue. Von daher, ja. Also Sympathie ist wichtig und ausschalten würde ich wirklich, wenn die Qualität ganz, ganz schlecht ist und die Person mir einfach ja nicht so zusagt und der Lesegeschmack extrem weit von meinem entfernt ist. Genau. Nummer 3. Wie viel Neid oder Konkurrenzkampf gibt es auf BookTube? Ich würde sagen, gar nicht. In meiner kleinen, niedlichen BookTube-Bubble empfinde ich das nicht. Was aber auch, glaube ich, daran liegt, worauf soll ich denn neidisch sein? Also das ist hier nicht mein Job, mein Lebensunterhalt hängt nicht davon ab. Ich kriege auch Rezensionsexemplare, wenn ich sie anfragen würde. Ist es jetzt nicht so, dass es irgendwelche krassen Events für BookTuberInnen gibt, worauf man neidisch sein könnte? Und wenn jemand schneller wächst oder mehr AbonnentInnen hat als ich, ja, ist mir das auch ziemlich egal, weil ich bin mit meiner Community hier total fein. Ich liebe es, eure Kommentare zu lesen, zu antworten. Und ja, also ich spüre keinen Neid und Konkurrenzkampf, was nicht heißt, dass es den nicht gibt, aber ich kriege ihn nicht mit. Deswegen würde ich absolut nicht ausschließen, dass es das nicht gibt oder dass vielleicht nicht irgendjemand im tiefsten Inneren total neidisch auf jemand anderes ist und dass man es einfach nicht merkt oder es nicht thematisiert wird. Aber ja, ich würde einfach für mich sagen, in meiner kleinen, niedlichen BookTuber-Innenbubble, hier wird das nicht. Die nächste Frage. Denkst du, man muss mehrere Plattformen, beispielsweise TikTok, Instagram, Twitter oder X, bespielen, um ein wirklich erfolgreicher Buchblogger zu sein? Ja, die Frage ist ja, was ist erfolgreich? Also, ab wann ist man erfolgreich? Ich glaube, wenn man davon leben müsste, würde ich ganz klar sagen, ja. Dann würde nur YouTube es nicht bringen, dann ist es sowieso immer schlau, mehrere Eisen im Feuer zu haben, so heißt es, um halt auch einfach, auf Instagram kann man auch Werbung schalten und Geld verdienen, um da Leute zu bespielen. TikTok, BookTok ist ein Riesending, ich bin da nicht, aber ich kriege das so mit. Also es gab nie einen BookTuber-Innentisch in irgendwelchen Buchhandlungen, ich sehe aber ständig TikTok-Empfehlungen. Ist aber auch eine andere Zielgruppe, ist ein anderes Genre, als was ich zum Beispiel hier mit den Videos hauptsächlich bediene. Und mir ist es zu stressig. Ich habe einen Instagram-Account, wo ich aber mehr so Reise-Content und sowas mache. Es gibt auch einen YouTube-Account von mir auf Instagram, aber da habe ich jetzt mal ein paar Buchhandlungsbilder hochgeladen. Aber ich habe auch einfach gar nicht die Zeit, mich damit auseinanderzusetzen oder gar noch TikTok-Videos zu drehen, weil das macht alles sau viel Arbeit, das weiß ich, das kann ich auch wertschätzen, wenn jemand das macht, aber es ist krass, es ist sehr, sehr, sehr viel Lebenszeit und die verbringe ich auch gern mit anderen Dingen, die nichts mit Social Media und dem Lesen zu tun haben, von daher, ja, glaube ich, wenn du wirklich krass erfolgreich, und bei erfolgreich spreche ich von Profi-Level und davon leben, dann glaube ich, hilft es auf jeden Fall auch auf anderen Social Media Kanälen vernetzt zu sein und da Content zu kreieren. Ansonsten, ja, für mich, ich brauche das nicht. Und beim Thema BookTok weiß ich nicht, inwieweit man da wirklich von leben kann. Das ist ein mega Hype und ich glaube, wenn man Autor ist, dann muss man da irgendwie auch präsent sein, zumindest bei einer gewissen Zielgruppe. Aber, also, wir bringen ja 5 Millionen TikTok-Views erstmal grundsätzlich nichts. Da kriege ich kein Geld für. Auf YouTube kann man sich ja beteiligen lassen und an der Werbung, die sowieso geschaltet wird, auf Instagram und TikTok, also zumindest bei Instagram weiß ich das, gibt es nicht. Da muss man schon irgendwelche Kooperationen eingehen oder selber Werbung für irgendwas machen und dafür anderweitig Kohle bekommen. Von daher weiß ich gar nicht, wie das da bei TikTok funktionieren soll. Aber erfolgreich im Sinne von viele Views und Klicks, glaube ich schon, dass man da eben, wie gesagt, mehrere Portale bedienen sollte, es zumindest auf jeden Fall hilft. Die nächste Frage. Hast du schon einmal ein Video gedreht, was du eigentlich nicht so toll findest, wovon du aber weißt, dass es gut geklickt wird? Was hältst du von so einem Vorgehen?
Ich erinnere mich nicht, dass ich das jemals gemacht habe. Jedes Video, was ich gerne drehen möchte, mache ich. Ich komme darauf zurück. Ich lebe nicht davon. Das heißt, ich muss ja kein Video drehen, worauf ich keine Lust habe, nur weil es gut geklickt wird. Ich weiß, die Lesemonate und die Rache wird gut geklickt, aber das sind auch tatsächlich zwei Formate, die, also der Lesemonat ist für mich so das Hauptding bei einem Booktube-Kanal. Und die Rache macht mir einfach auch wirklich Spaß und hilft mir auch in meinem Kauf und meinem Leseverhalten. Von daher mache ich die nicht nur, weil es gut geklickt wird. Was zum Beispiel manchmal für mich anstrengend ist, ist eher die Arbeit danach. Besonders bei Reisevideos ist es unfassbar viel Zeit, das zu schneiden, Musik drunter zu legen, die Informationen zusammenzusammeln, ein Voice-Over noch drüber zu schneiden. Das sind wirklich für ein 10-Minuten-Video Stunden. Aber da mache ich es auch gerne, also auch weil die Reisevideos langfristig mehr geklickt werden als Booktube. Aber die mache ich ja auch für mich persönlich. Also ich gucke mir die ja selber auch an, weil es halt einfach meine Reisen sind. Von daher, ja, manchmal habe ich nicht so viel Lust, die Videos vielleicht zu schneiden und denke mir, oh, ja, aber ich muss das jetzt bis Samstag schneiden, da soll das online gehen. Das ist vielleicht eher sowas, aber wenn ich dann erstmal anfange, dann kann ich auch nicht aufhören und dann macht es aber auch Spaß. Also so richtig gezwungen fühle ich mich da nie zu und sonst würde ich es auch einfach nicht machen. Es ist halt ein Hobby. Die nächste Frage. Sind deine Videos monetarisiert? Wenn ja, empfindest du den Verdienst, den du damit erzielst, als angemessen? Wie viel verdienst du aktuell mit Videos? Ja, meine Videos sind monetarisiert. Ich empfinde das auch als nicht schlimm, sondern finde das auch nur fair, weil YouTube verdient mit diesen Videos und es wird sowieso Werbung geschaltet. Ob ich mich daran an den Einnahmen beteiligen lasse mit einem kleinen Anteil oder eben nicht. Von daher ist es für euch kein Nachteil. Die Werbung würde sowieso kommen. Das war früher mal anders, aber YouTube schaltet immer Werbung und dann sehe ich es auch nur als mein gutes Recht an, mich daran auch beteiligen zu lassen. Und es ist wirklich nicht viel. Und ich glaube, in Deutschland gibt es keinen Booktuber, der mit Booktube-Content reich wird. Und ich habe mal geschaut, wie viel ich so aktuell mit Videos verdiene, damit ihr mal so eine Vorstellung habt. Also so ein Standard-Lesemonat, der ja auch ganz gut geklickt wird. Der Zeitaufwand liegt so bei 3,5 Stunden ohne die Lesezeit. Also wirklich nur Video vorbereiten, Video drehen, Video schneiden, Thumbnail machen, Infotext, hochladen. Also das Hochladen geht von alleine, das habe ich jetzt nicht mit reingerechnet, aber eben das alles anzusteuern. Und mit so einem Lesemonat verdiene ich sage und schreibe bei, wenn wir jetzt mal sagen, 1200 Klicks im Schnitt, 7 Euro. Wow. Dafür kriegt man ja nicht mal ein Buch. Also es ist wirklich ein eine kleine Aufwandsentschädigung. Und wie gesagt, Lesemonat 7 Euro für 3,5 Stunden Arbeit. Könnt ihr euch jetzt den Stundenlohn ausrechnen, ob ihr dafür arbeiten gehen würdet? Also so Vollzeit? Ich denke nicht. Klar, wenn man mehr Klicks hat, dann kann man mehr machen. Also alle Booktuberinnen, die 2000, 3000 Klicks bekommen, aber auch die, könnt ihr euch selber ausrechnen, werden damit nicht reich. Also rein wirtschaftlich gesehen finde ich den Verdienst nicht angemessen, weil das ist viel Arbeit für wenig Geld. Aber ich weiß halt auch nicht, was YouTube mit der Werbung verdient. Wie hoch ist mein Anteil? Also, wenn ich 7 Euro bekomme, hat YouTube mit der Werbung, die sie in meinem Video schaltet, 70 Euro verdient oder nur 10 Euro und mein Anteil ist sehr hoch. Keine Ahnung. Und ehrlich, dafür, dass ich das sowieso gerne mache und es ein Hobby ist, ist es einfach nice, wenn man einmal im Monat noch ein bisschen Kohle bekommt und sich noch mehr Bücher kaufen kann. Und die letzte Frage, da geht es um Verlage. Findest du, dass man die Verlage ausnutzt, wenn man Rezensionsexemplare anfordert? Oder findest du, dass wir für unsere Arbeit, also Rezension, von den Verlagen bezahlt werden sollten? Also zur ersten Frage, ich finde nicht, dass man einen Verlag ausnutzt. Sie können doch einfach Nein sagen und ein Verlag ist ein Unternehmen. Wenn sie nicht der Meinung wären, dass ihnen das was bringt, würden sie Rezensionsexemplare nicht rausgeben. Also da bin ich ziemlich klar in meiner Meinung, wo ist das Ausnutzen? Sie machen das gerne, es ist für die kostenfreie, in Anführungszeichen, Werbung. So ein Rezensionsexemplar wird sowieso gedruckt. Sie verschicken das oder geben das an Buchhandlungen und warum eben nicht an Content Creator, die das dann vorstellen und eben Werbung machen. Also das ist eine sehr, sehr kleine Bezahlung für Werbung. Kommen wir dann zu dem zweiten Punkt. Sollten Verlage uns dafür bezahlen? Und ich bin tatsächlich ein bisschen indifferent, weil eigentlich denke ich mir,
ja, es ist eine Arbeit, die dort gemacht wird. Ich denke so an meine Beauty-Blogger-Zeit zurück. Da wurde ja ganz, ganz normal für Werbung gezahlt auch. Nicht für alles, da gab es auch PR-Samples, also das ist das Äquivalent zu den Rezensionsexemplaren, die einfach so zugeschickt wurden und entweder hat man dazu was gemacht oder eben nicht. Aber es gab auch Kooperationen, wo man Geld dafür bekommen hat und ja, gar nicht so schlecht. Und ehrlich gesagt, warum nicht auch für eine Buchrezension? Ich weiß nicht, ob das was für mich wäre. Ich gebe gerne meine ehrliche Meinung her und dann müsste ein Verlag auch damit leben, wenn ich ein Buch nicht gut finde, dass Geld bezahlt wurde und ich sage, ist jetzt keine Empfehlung. Ich wüsste gerade aktuell kein Beispiel, wo es wirklich bei Rezensionsexemplaren, wo auch Geld gezahlt wurde. Da würde mich eure Meinung als ja, ZuschauerInnen auch total interessieren, wie ihr das finden würdet, wenn ich jetzt ein Buch rezensiere und sage, das war jetzt nicht nur ein Rezensionsexemplar, sondern ich habe auch Geld dafür bekommen, dass ich jetzt hier Werbung dafür mache. Ja, die anderen bekommen ja auch Werbung dafür. Also wenn jetzt ja, ein Schauspieler Werbung für ein Buch machen würde, wird der ja auch Geld dafür bekommen. Natürlich ist diese Booktuber-Bubble immer so ein authentisch heimelige ja, Bubble, wo, glaube ich, viele, die zuschauen, nicht davon ausgehen, dass hier auch Geld fließt. Also wie gesagt, ich kenne auch kein Beispiel. Es gibt andere Kooperationspartner, wie ja, als Beispiel BookBeat zum Beispiel. Ich habe dafür noch keine Werbung gemacht, weil ich Team Audible bin. Aber die geben Geld für Werbung und ich kann euch sagen, was sind Mini-Beträge, vergleichsweise für das, was ich aus der Beauty-Branche kenne. Also wer das machen möchte, okay. Oder auch andere Sachen, wo ich glaube, wo mal Geld geflossen ist. Das sind aber wirklich die absoluten Ausnahmen und für ein Buch wüsste ich es nicht. Ich kann aber nicht dafür die Hand ins Feuer legen, dass nicht größere BookTuberInnen, also, und ich spreche nicht von Leuten, die so wie ich 6000 AbonnentInnen haben, wovon ein Großteil aber auch nicht mal die Buchvideos schaut, sondern einfach so Abonnent ist aufgrund der Reisevideos und anderer Videos, die mehr langfristig mehr gehen als BookTube. Von daher, ja, ich fände das nicht schlimm, solange ich das Gefühl habe, es ist immer noch trotzdem authentisch und ich finde die Person sympathisch. Am Ende des Tages könnte ich auch einfach deabonnieren, wenn ich das Gefühl habe, ja, das ist zu viel Werbung oder die Person ist nicht authentisch mit der Rezension, weil sie Geld bekommen hat. Das ist natürlich ein Gefühl, ich werde es nie wissen. Aber es zwingt mich ja keiner, diese Videos zu schauen. Und ich glaube, auf dem deutschen BookTube-Markt ist das auch kein großes Thema, weil, soweit ich weiß, fließt hier nirgendwo großartig viel Geld. Aber klärt mich gerne auf, wenn ihr mehr wisst. Ich habe bei manchen Büchern das Gefühl, die Werbebudgets sind echt groß. Die fließen aber, glaube ich, nicht in YouTube. Ich glaube eher, die fließen dann in BookTok, also TikTok-Videos. Da kann ich nur sagen, Leute, denkt an die Steuer. Lasst euch nicht angreifbar machen, wenn ihr Geld nehmt für solche Rezensionen, ist total in Ordnung. Wenn der Verlag das anbietet, why not? Aber denkt an die Steuer. Ja, ich tagge alle Leute, die auch Lust haben, diesen Tag zu machen, also alle Content-CreatorInnen, ob nun YouTube oder Instagram oder whoever. Wer eben Lust hat, das zu machen, feel free. Ich schreibe euch die Fragen unten, natürlich mit den Timestamps auch sowieso unten rein, könnt ihr rauskopieren und für euer eigenes Video verwenden. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, mir ein bisschen beim Labern zuzuhören. Und wir sehen uns bei einem der nächsten Videos. Abonniert gerne den Kanal für weitere BookTube und Reisevideos. Bis dann. Tschüss.